So, willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15 Universe Mode. Und ja, eigentlich habe ich Jeff Hardy den Titel abgenommen, aber das Spiel ist scheiße. So, wir werden sehen, hat Dagon den Titel oder nicht. Ich hoffe, er hat ihn nicht, denn eigentlich hat er ihn halt nicht. Und er hat ihn nicht. Also, merkt man schon in der Kameraperspektive, denn, ja, Dagon kommt hier zum Ring und ja, das erste Match heißt Dagon gegen Leroy Anderson. Was? Dagon mit Leroy Anderson gegen Jeff Hardy. So. Patrick hat so ein bisschen Kopf kaputt und so. So, Hirn kaputt. Ja. Mal sehen, wer dieses Match hier gewinnen wird. Leroy Anderson an der Seite von Dagon natürlich. Für dies eigentlich so großes Nix auf der WrestleMania Card, wenn ich hier gerade so gucke. Ja, jetzt erstmal ein Konter von Jeff Hardy. Jeff Hardy mit den Hip Toss. Und ja. Jetzt erstmal ein Overhead Belly to Belly Suplex. Wir werden hier später am Abend auch noch ein Number One Contenders Match für die YouTube Championship sehen. Und ja. So, erstmal Jumping Clothesline. Konter hier. Dropkick. Und Hip Toss. Ich werde hier dann nach dieser FCW-Show erstmal viele schneiden dürfen. Tun. Ja, wir haben dann. Also wir haben im Moment 2.40 Uhr am Freitag. Eine Woche vor Release. Wir werden am Sonntag den größten und letzten Pay-Per-View des Universe Modes sehen. WrestleMania. Und darauf kann man sich schon mal freuen. So, jetzt erstmal ein Shoulderblock und dann geht's mitten gegen die Absperrung. Ja. Irish Whip in den Ring und what the fuck. Das war ein bisschen komisch. Ja, jetzt hebt hier Jeff Hardy, lieber sage ich schon, Dagono. Jetzt ein, ja, wie sagt man, Überwurf, weiter auch ein Hip-Toss, ja, eigentlich schon, jetzt Jumping Clothesline schon wieder von Leroy. Von Dagon, Mann, Leroy Anderson ist an der Seite, Patrick, wann verstehst du es? Ich werde es wahrscheinlich nie wissen oder verstehen. So, schöner Dropkick hier von Jeff Hardy. Dagon, ja, für eine kurze Zeit war er ja mal FCW Champion, bis er dann die Chance an The DJ Deadman verlor. Ja, also in der letzten Woche war er halt FCW Champion für eine kurze Zeit, bis dann Franz sagte, Patrick, wenn du René nochmal screwst, wirst gefeuert. Ja, Dagon hat ja auch eher nur durch einen Fast Count gewonnen, deswegen Spear hier von Dagon und das Cover 1, 2, nur bis 2. Jetzt ein Irish Whip hier von Jeff Hardy, Dropkick. Und noch ein Dropkick. Jetzt, nee. Hip Toss. Und was macht Jeff Hardy hier? Er macht nix. Hä? Alles klar. Bam, Superman Punch. Der war schön. Alles klar. Komm, Jeff. Ja, Irish Whip in die Ecke. Und Oh, der Knee. Ich wollte Knee Drop sagen, aber ich bin schon falsch. So, jetzt Dagon in der Ecke und der Flying Forearm.
Sehr schön. Ja, das Cover jetzt. Eins. Nein, 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 nein. Noch nicht. Noch nicht. Oh. Twist of Fate. Twist of Fate. Und jetzt zieht er ihn in die Mitte. Nein. Der Ref war noch abgelenkt. Oh, Small Package. Small Package. Eins. Nein. Nein, nein, nein. Und jetzt Back Suplex. Sehr schön. Oh, Spear! 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 Das Cover 1, 2, nein! Immer noch nicht! Jeff Hardy kickt aus dem zweiten Spear aus. Was zur Hölle? Und jetzt Sunset Flip. Eins, zwei. Er kickt wieder aus. Jetzt ein Overhead Belly to Belly Suplex. Meine Fresse! Jeff Hardy kickt aus dem zweiten Spear aus. Und die Jumping Clothesline. Jetzt schlägt hier Dergon erstmal Jeff Hardy. Der Ref war gerade ein bisschen abgelenkt. Jetzt der Fist Drop, der daneben geht. Und Running STO. Ja. Superman Punch geht daneben. Jetzt erstmal ein schöner Neckbreaker von Jeff Hardy. Nein. Und jetzt Dergon in der Ecke. Diagon in der Ecke. Oh, das ist nicht gut für Jeff Hardy. Der dritte und das war's. Bams! Spear! Und das war's. Cover ihn. Eins, zwei, drei. Diagon besiegt Jeff Hardy. Und ja. Meine Fresse. War das ein Match? Ja, Jeff Hardy kickt aus zwei Spears aus, aber nicht aus dem dritten. Da konnte er nichts mehr machen. Und ja, Jeff Hardy verliert hier gegen Dergon und Dergon hat hier irgendwas anscheinend zu sagen. Leroy, wir sind schon seit langem Freunde und wir messen uns Woche über Woche, über Woche, über Woche und jede Woche überbieten wir uns. Und Franz hat ja nichts für uns geplant bei WrestleMania. Deswegen, meine Idee, wir hauen oder wir stehlen besser gesagt die Show in einem Tour of Three Falls Match. Und egal was dort passiert, wir bleiben trotzdem Freunde. Wir wollen einfach nur sehen, wer der Beste von uns ist. Ich hoffe, du nimmst die Challenge an und wir sehen uns dann bei WrestleMania. Herzlich willkommen zum zweiten Match und wir sind hier bei einem Number One Contenders Match. Bei einem Tag Team Number One Contenders Match, um genau zu sein. Und wir sehen jetzt hier am Punk. Ja, wer NXT nicht gesehen hat, der wird gleich sehen, was mit CM Punk passiert ist und warum er diese Mütze, Kapuze auf hat. Ja, mal sehen, wer sein Tag Team Partner sein wird. Ich bin gespannt. Also CM Punk, da würden mir nicht viele Tag Team Partner einfallen, die zu CM Punk passen würden. Ja, und mal sehen, wer dieses Number One Contenders Match gewinnen wird. Mal sehen, wer bei WrestleMania am Sonntag gegen die Young Bucks antreten wird. Ja. CM Punk. Er ist gleich im Ring. Ist schon am Ring, auf dem Apron, auf dem Top Rope, wie auch immer. So, jetzt ist er im Ring. Und mal sehen, wer sein Partner sein wird. Wirklich. Wirklich. Das macht so wirklich gar keinen Sinn. Für mich. Für mich macht das so gar keinen Sinn.
erst dieses Hair vs. Hair Match und jetzt in ein Tag Team? Really? Really? Kann das überhaupt funktionieren? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob dies funktionieren kann. Ich glaube eher nicht. Aber okay. Aber okay. Yes, 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 yes. Ja, und da sieht man das Ergebnis von CM Punk. CM Punk hat halt dieses Hair vs. Hair Match verloren. Ja. Mal sehen. Was zur Hölle? Wer das gegnerische Team ist. Und ich glaube sogar, ich weiß jetzt, wer das gegnerische Team ist. Und das ist, glaube ich, nicht gut. Also nicht gut für uns. Und ja, man hört hier im Hintergrund die ganze Zeit so, was zur Hölle? Okay. Luke Harper und Eric Rowan kommen hier zum Ring, die Wyatt Family. Kommt hier zum Ring. Holy shit. Ich glaube sogar, da ist die Animation, wo Luke Harper noch den Stuhl mit rausbringt. So sieht's aus, ja. Ja, da ist die Animation. Später sollte sie sich ändern. So, oder? Ja. Ah, ne, ja, hier hat sie sich geändert. Hätte sonst den Stuhl eingepackt. Alles klar. Luke Harper und Eric Rowan gegen CM Punk und Daniel Bryan. Wer wird zu WrestleMania fahren? Und wer wird gegen die Young Bucks antreten? Luke Harper und Eric Rowan, die Wyatt Family. Oder Daniel Bryan und CM Punk? Ich weiß ja nicht. Wo ist eigentlich Bray Wyatt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo Bray Wyatt ist. Ach ja. Big E. Und mal sehen, wer dieses Match gewinnen wird. CM Punk und Luke Harper beginnen hier dieses Match. Und ich glaube, dieses Match gab es sogar mal bei... Ja, das Match gab es schon mal bei der Survivor Series in echt. Da war aber Bray Wyatt, glaube ich, noch dabei an der Seite. Ich weiß nicht. Oh, schöner Yakuza-Kick hier von Luke Harper. Yeah, 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 yeah. Ja, CM Punk, der hat das Hair-vs-Hair-Match verloren und jetzt hat er halt nicht mehr die schöne Frisur wie vorher. Tut mir wirklich leid. Und gegen Luke Harper muss CM Punk halt wirklich viele Moves schnell hintereinander zeigen. Obwohl Luke Harper halt so ein Big Guy ist, ist er auch recht schnell und kann auch den einen oder anderen Move zeigen, den CM Punk auch zeigen kann, wie ein Suicide Dive. Oder eine Head Scissors oder so ein DDT. Und jetzt ein DDT von Eric Rowan. Noch ein DDT von Eric Rowan. Elbow Drop. Und CM Punk, der steckt hier im Moment viel ein. Jetzt CM Punk hat keinen Bock mehr. Und nein, Collar Neighbor Tie-Up. Das gewinnt Luke Harper. Ja, jetzt geht's ja erstmal in die Ecke. Konter. Und nein, er schlagt, der ging daneben. Snap mehr jetzt von Luke Harper. Und jetzt die Schläge ins Gesicht. Sehr schön. Yeah, 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 yeah. Ja. Und Eric Rowan schnappte sich hier jetzt CM Punk. Was hat er hier vor? Oh oh. Oh oh. Bams! Dieser Slam, wie auch immer. Ja. Und damit wäre CM Punk ausgenockt. Aber Punk
Der will natürlich weiterkämpfen, was nicht unbedingt schlau ist. So, und jetzt haut hier erstmal Eric Rowan Daniel Bryan vom Apron runter. Und Luke Harper, der hat Spaß. Luke Harper hat Spaß. Image Man, Image Man. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ja. So, jetzt erstmal auf dem Apron mit CM Punk und nein. Ja, was macht jetzt. Yo, Eric Rowan haut dir erstmal den Ref zu Boden. Ich bin stolz auf dich, Eric. Ja. Nein, jetzt gibt's hier erstmal den Swinging Neckbreaker. Und was macht Eric Rowan hier? Nichts. Eric Rowan macht nichts. Ja, jetzt ist der Count wieder bei 1. Und Bams, der Schlag, der sitzt erstmal. Ja, jetzt kommt CM Punk rein. Oh, Konter von CM Punk. Und Daniel Bryan kommt rein. Oh, kontert hier erstmal. Sehr schön. Und wieder ein Konter von Daniel Bryan. DDT. Und ja, jetzt erstmal ans Seil und Bams. Da landet erstmal Daniel Bryan draußen. Und was macht Luke Harper jetzt? Luke Harper? Luke Harper? Suicide Dive! Sehr schön von Luke Harper. Der Suicide Dive gegen Daniel Bryan. Und ja, jetzt kontert ja erstmal Daniel Bryan. Die Head Scissors, die ein bisschen komisch aussahen. Neckbreaker. Und was kommt jetzt? Oh, Front Missile Dropkick, der ging ein bisschen daneben. Jetzt, na, der Axel, der ging daneben. Oh, Daniel Bryan. Daniel Bryan. Und jetzt. Oh, der haut hier erstmal Eric Rowan zu Boden und nicht hier. Hier, wie heißt er nochmal? Luke Harper. Und jetzt die Repeated Chest Kicks. Und der letzte sitzt ebenfalls. Ja, was kommt jetzt? Nein, Konter hier erstmal. Sehr schön. Und jetzt die Discus Clothesline. Und das Cover hinterher. Eins, zwei, nein. Da ist CM Punk nochmal. Da ist CM Punk nochmal. Und ja. Neckbreaker. Und Luke Harper verspottet hier wieder Daniel Bryan. Es geht hier erstmal um Top Rope und zeigt einen Headbutt. Ja. Jetzt ein Spinebuster. Und jetzt geht Luke Harper wieder auf den Top Rope drauf und der. Na. Der Crossbody, der ging ein bisschen daneben. Muss man ja mal sagen. Nee, Snap mehr. Sehr schön. Und jetzt die Schläge hier ins Gesicht. Was kommt nun von Luke Harper? Oder kommt vielleicht Daniel Bryan zurück? Keine Ahnung. Neckbreaker, sehr schön. Ja, Konter erstmal von Daniel Bryan. Und. Ja, nee, Konter. Da muss ich kurz niesen. Und jetzt Luke Harper. Bams, der Facebuster, sehr schön. Und. Oh, ja. Jetzt kommt CM Punk wieder rein in den Ring. Und ein Konter von CM Punk, Konter von Luke Harper. Und Irish Whip. Na, Konter von CM Punk, Spinebuster.
Elbow Drop. Und ein Konter. Ja. Back Suplex. Und Bams. Ja, Double Team Move, Double Suplex, sehr schön. Und das Cover in der Air. Eins, zwei, Daniel Bryan war da. Daniel Bryan ist nochmal da. Und jetzt. Oh. Bams, sehr schön. Und. Oh, nein, 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 nein. Go to sleep! Go to sleep on the DDT! The DDT! Eric Rowan haut hier CM Punk um. Und warum pinnst du ihn nicht? Das war dein größter Fehler, Luke Harper nicht zu pinnen. Neckbreaker. Und jetzt die Schläge hier. Ja, Spinebuster. Und was kommt nun? Jetzt ein Tag Team Move. Oh oh. Bams! So haut man seinen Gegner um. So. Erstmal vom Apron. Und jetzt das Cover. Eins, zwei. Und er kickt da wieder aus. Daniel Bryan, der kickt wieder aus. Neckbreaker. Ja. Und jetzt geht er hier erstmal aufs Bein von Daniel Bryan. Und Eric Rowan. Ja, jetzt ein Elbow Drop, nein. Ja, nee. Elbow von CM Punk. Oh, noch ein Elbow Drop. Diesmal ein Springboard Elbow Drop. Und was macht Luke Harper jetzt? Jetzt geht's erstmal ab gegen den Stuhl. Neckbreaker! Das war ein bisschen gefährlich. Oh, Big Boot. Elbow Drop. Und jetzt geht's erstmal ab in den Ring mit Daniel Bryan. Ich weiß nicht, wo der Ref gerade ist. Auf jeden Fall eine Zahl, wo es irgendwann wieder rein muss. Und nein. Jetzt ein Überwurf und nee. Bams, schöner Neckbreaker von Luke Harper und ein Konter von Eric Rowan. Ja, GDT. Was macht Eric Rowan nun? Der Bunny Splash, das Cover. Eins, sieben, nein. Und jetzt die Headbutts. Der arme Punk. Der arme CM Punk. Muss wieder leiden. Ja. Jetzt ein Tag auf beiden Seiten. Und Neckbreaker. Ja. Und nein, Konter von Daniel Bryan. Und jetzt ein Hot Tag, ein Hot Tag, ein Hot Tag. Und Luke Harper liegt. Und Eric Rowan nicht. Eric Rowan liegt nicht. Und jetzt der Buddy Splash, der ging ja daneben. Und jetzt Eric Rowan liegt. CM Punk muss davon profitieren können. Nein, Neckbreaker. CM Punk kann nicht davon profitieren. Jetzt vielleicht Hot Tag bei den Wyatts und Bams, CM Punk liegt und Bams,
Daniel Bryan fliegt. Liegt und fliegt. Und siegt. So, jetzt ein weiterer Tag bei den Wyatts. Elbow Drop. Ja. Und der Big Boot. Der Boot. Wo CM Punk reingelaufen ist. Und nein, da war nochmal Daniel Bryan und das Cover 1, 2, nein. Und jetzt, die Discus Clothesline. Und das Cover 1, 2, 3. Daniel Bryan ist zu spät und die Wyatt Family, sie gewinnt. In diesem Tag Team Match, die Wyatt Family wird zum letzten Mal bei WrestleMania ein Titel Match haben. Und sie werden zum letzten Mal auf die Young Bucks treffen. Wie auch immer. Sie werden zum letzten Mal gegen die Young Bucks kämpfen. So. Ja. Das wär's mit diesem Match. Die Wyatt Family gewinnt. Und ja. Dann haben wir das nächste Match für WrestleMania. Young Bucks gegen Wyatt Family. FCW Tag Team Titles. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück vom ersten Hammer Match zum zweiten Hammer Match. Und wir sehen hier Kevin, aka Multigames Let's Play, der jetzt im Ring kommt. Und ja, wie schon gesagt, vom ersten Hammer-Match zum zweiten Hammer-Number-One-Contenders-Match. Also das kann nur ein Hammer werden. Hier ist Kevin! Ja, und mal sehen, wer sein Gegner sein wird. Das ist Number-One-Contenders-Match für die YouTube-Championship. Und mal sehen, wer dann Brock Lesnar beim Pay-Per-View, beim letzten Pay-Per-View, beim größten Pay-Per-View des Universe-Modes gegenüberstehen darf. Wow, schon wieder? Er hat sie schon bei NXT Number Contenders Match. Zwar mit Kane, aber diesmal will er es allein versuchen. Es ist Rob Van Dam. Ja, Rob Van Dam kommt hier zum Ring. Und dies könnte ein wirklich gutes Match werden. Ein Ladder Number One Contenders Match mit Rob Van Dam. Und meine Fresse, freue ich mich auf dieses Match. Dieses Match kann nur gut werden. Ja, Rob Van Dam kommt hier zum Ring. Wird es beim Pay-Per-View Brock Lesnar gegen Kevin sein oder Brock Lesnar gegen Rob Van Dam sein. Wir werden sehen. Ich wäre mit beiden Matches zufrieden. Ich wäre auch zufrieden, wenn Rob Van Dam und Kevin gegen Brock Lesnar kämpfen würden in einem Triple Threat Match. Also, ich hätte kein Problem damit. Vor allem, wenn Rob Van Dam dabei ist, weil Rob Van Dam. Fucking ECW und so. Ja. Rob Van Dam gegen Kevin im Ladder Match. Ein ehemaliger Mr. Money in the Bank. So, und es kann losgehen. Rob Van Dam gegen Kevin. Mal sehen, wer dieses Match hier gewinnen wird. Und ja, wir haben diesmal vier Leitern. Boah, what the fuck? Und Kevin ist erstmal gegen die erste Leiter geflogen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist auch sehr gut. Ich pack mal so meine Lautstärke. Die ist ein bisschen zu laut, glaube ich. So, ich mach das mal so. Okay. So, so sollte es dann wieder gut sein. Ja. Rob Van Dam gegen Kevin. Schöner Kick hier. Schöner Van Daminator. Ja. Also der Van Daminator ist ja der mit dem Stuhl. Haha, ist ja auch der Coast to Coast. Nee. Es gibt einmal den Van Terminator, was der Coast to Coast ist. Und der Van Daminator, das ist der Kick. Oder ist das andersrum?
Ich komme da immer durcheinander, weil es so gut wie gleich sich anhört oder ähnlich anhört. So, jetzt nein. Wieder die Luther Express hier von Kevin. Das Ziel von einem Ladder Match sollte man kennen, also halt den Koffer abhängen. Eigentlich würde ich ja halt sagen, den Titel abhängen, aber es gibt hier kein Titel. Denn es ist noch kein Titel-Match. Bam, schon wieder gegen die Leiter und Absperrung. Also Kevin, der muss hier schon wirklich was einstecken. Also so leicht ist jetzt sowas auch nicht. Ja, jetzt erstmal ein Irish Whip. Ich sagte ein Irish Whip. So. Und jetzt legt er ihn hier erstmal hin. Und es gibt den Split Leg Moonsault. What the fuck? Und German Suplex. Suplex City Bitch. Und so. Ja, jetzt, na, erstmal auf Apron, Bams, ab gegen die Barrikade und, ja, so, nein, Konter von Kevin und jetzt gibt's erstmal einen Backpack Stunner, der Backpack Stunner. Ja, was hat Kevin nun vor? Ja, Robin Dan, der muss ich ein bisschen. Oh nein, oh nein, nein, nein. Piledriver! Autsch! Autsch! Und ja, ich glaube, das wär's. Nee. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein, nicht Rob. Nein. What Autsch! Holy shit! Holy shit, that killed him! By God! By God! That killed him! Ach ja, ich weiß schon mal. Egal wer dieses Match gewinnt, ich weiß, was ich im Promo-Paket reinschneiden werde. Wenn Rob Van Dam gewinnt, werde ich sagen, Rob Van Dam hat sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und wenn Kevin gewinnt, sage ich, er hat Rob Van Dam getötet. So, jetzt aber. What the hell? Finde das doch ein bisschen lustig. Aber nur ein bisschen. Wie kann es zweimal hintereinander verkacken? Verkacken. Komm, leck mich. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Hi. Du weißt, was passieren wird. Hi. So, jetzt nehme ich aber mal das. Vielleicht liegt das auch nur daran, weil. Ah, Bams, endlich! Wir haben es geschafft. We did it, we did it, we did it, yeah, jetzt seid ihr dran, we did it. Ne, 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 ich kenne den Text nicht, we did it, we did it, we did it, yeah. Nein, du lässt mich jetzt. So, komm. Nein. Danke. So. Bams. Und nein. Oh, nein, nein. German Suplex! Holy shit! Holy shit! That killed him! Nein, der Enziguri geht nicht durch. Der German Suplex hat einfach mal Kevin aus dem Leben genommen. Alter, war der heftig. Der German Suplex durch die Leiter. Und die Leiter ist einfach kaputt. So, Bams. Jetzt Rob. Und Split Legged Moonsault. Dankeschön. Danke. So, jetzt bitte. Ja. Danke. Und
bitte nochmal hier und so. Komm, mach's für mich. Danke. Find's ziemlich nett, dass ich das machen darf. Denn jetzt gibt es erstmal den Apron. Man, damn. Leg drop. Ui. Ui. Apron corkscrew. Leg drop. So, und jetzt. Gehen wir hoch. Nein, ich sagte, wir gehen hoch. Nein, ich. Ich sagte, wir gehen hoch. Danke. Ich hasse dich. Mann. Geh runter. Komm. Hui. What the fuck? Das traf auch noch. Ja. Bams. Und noch eine Clothesline. Und nein, du darfst keine machen. Ich mache einen Superkick. Mann, kannst du mal aufhören? Oh. German! Das ist krass. So ein German Suplex. Und jetzt. Danke, Rob. Bams. Rolling Thunder. Ja. Und jetzt, Rob. Was hat denn Rob wieder vor? Geh mal runter. So, danke. Five-Star Frog Splash. Wer kennt's nicht, das? Hui. Ich wollte eigentlich hochlaufen, danke. Das ist eher so die falsche Seite. Egal. Hui. Scheiße. Hätte sein können, dass es noch irgendwie zu uns kommen könnte. Wollte es aber nicht. Nee, wollte es nicht. Jetzt, ja, komm. Ach, halt kaputt. Haus kaputt. Nein. Butz. Nein, kein Butz. Oh, oh. Butz. Dauert Belly to Belly Suplex. Ich glaube, er nimmt sich jetzt gleich die... Nee, er nimmt sich nicht die Leiter. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich die Leiter nehmen. Und ihn damit verprügeln. Komm. Geht jetzt hier hoch. Och, Mann. Warum geht das denn nicht? Finde ich richtig blöd. Komm, jetzt. Geh mal runter. Und. Yay! Pff. Klar, weil auch Rob Van Dam so einen Move von der Leiter zeigen würde. Ja, nee, ist klar. Komm. Jetzt gehe ich auf diese Leiter. Weil ich so lebensmüde bin. Ach Mann. Komm, dann mach ich's halt so. Wow! Alles klar, ich bin lebensmüde. Alles klar. Das hätte ich auch so herausfinden können. Nicht auf dieser Art. Hätte ich auch auf einer anderen Art herausfinden können. Aber okay. Wow. Das war ein DDT, der ging mitten auf die Leiter. Bams. Five-Star Frog Splash. Kann ich jetzt bitte, danke, komm, nein, du machst jetzt das, was ich will. Ja, kannst, nein, danke. Nein, scheiße. Kannst du mal, hallo? Nein, kannst du mal bitte damit aufhören? So. Willst du auch? Nee. Ein Versuch noch. Ich will ihn. Nein! Scheiße. Autsch. Ich verkack's auch immer wieder. Mann. Das ist scheiße. Komm. Noch ein German Suplex. Komm, renn zu mir hin. Dann halt nicht. Arschloch. Dann machen wir was anderes. So ein German Suplex. Ist auch gut. Autsch. Autsch. So, komm. Machen wir den nächsten. Nee, oder halt nicht. Ist auch in Ordnung. So, Monkey Flip. Ist auch in Ordnung.
So, dann machen wir noch einen German Suplex, weil wir es mögen. Das ist scheiße. Ja, das ist gut. So, und German! Ach, voll mit Nacken einfach. Der bricht sich so locker den Nacken. Komm. Ja. Kommst du mit rein? Vielleicht? Ja, komm. Ich hab eine Leiter. Nein. Das machst du nicht. Warte, wenn ich das jetzt triff. Bams! Autsch, autsch. Ah, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen heavy. Ein bisschen. So, zack. Das ist ein bisschen heavy. Ja, komm. Machen wir's von hier. Yeah, 5-Star-Shark Splash. We did it. Jetzt seid ihr dran. We did it. Aua. Aua. Zweimal sogar. Ach ja, Rob. Ich glaube, wir wissen alle, der Drop das Match gewinnt. Okay. End of Days und ja, das Rob hätte dieses Match gewinnen können. Komm, danke. Rob wird das Match gewinnen. Alles klar. So. Und jetzt hauen wir noch einen raus. Wir hauen DDT raus. Ja, was macht Rob da? Ja, jetzt geht er hier raus. Ich wollte es gerade sagen, dass der hier hochgeht, aber das kann er vergessen. So. Und Rob Van Dam stellt die Leiter auf. Rob Van Dam geht aus dem Ring. Geht wieder in den Ring. Wird fast hier von Kevin umgehauen. Ich wette, Kevin haut die Leiter gleich um. Nee, haut er nicht. Scheiße. Ich komme da nicht ran. Nein. Nein. Ich komme da. Nein, ich kam nicht ran. Ich kam nicht ran. Nein! Superplex! Ah. Er hat's gecheckt. Ja, oh, da rutscht er hier ein bisschen ab. Und nein. Steh auf, Rob! Nein! Kevin fährt zu WrestleMania und trifft auf Brock Lesnar. Wow. Alles klar, da nochmal der German Suplex. Der war schon ein bisschen heavy. Und dann halt, wie Robin, der ihn runtergekickt hat. Und dann End of Days. Alles klar. Und dann am Schluss nur noch der Superplex und Kevin gewinnt dieses Match. Ja. Kevin ist Number One Contender für die YouTube Championship und er freut sich. Er freut sich. Das sieht man ihn an. Er freut sich. Yeah! Ich hab den Koffer. Yeah! Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Yeah! Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Yeah! Yeah! Ja, wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Match. Bis. Ja, herzlich willkommen zurück und wir sind hier stehen geblieben bei dem Co-Main Event und wir sehen hier Lord Steven Regal. Und mal sehen, wer gegen Lord Steven Regal antreten darf. Lord Steven Regal ist ja unter anderem Namen bekannt unter dem Namen William Regal. Und so, ne? Kennt man alle. Ne, alle kennen ihn. Ne, egal. Egal. Ja, mal sehen, wer hier gegen ihn antreten darf.
Und ja. Das habe ich wieder rausgeschnitten. Es ist D-Call. Und wir wissen ja... What the hell? Ja, wir wissen ja jetzt, dass wir beim Pay-Per-View ein Streak versus Career Match sehen zwischen D-Call und dem Undertaker. Und ja, mal sehen, ob hier der Taker sich heute noch irgendwie blicken lässt oder nicht vor WrestleMania. Es wäre dumm, aber es wäre zum Teil dumm und zum Teil schlau. Deswegen, keine Ahnung. Mal sehen. So, jetzt erstmal ein Crossbody, der hier von Deacon daneben geht. Oh, Shoulderblock. Dies könnte ein wirklich gutes Match werden, denn William Regal ist wirklich technisch begabt. Oh, Pelé-Kick, der geht ein bisschen daneben, ey. Der Pelé. Und, oh, Roaring Elbow. Und, ja. Ja. Und jetzt tritt hier William Regal einfach hier, Lord Steven Regal, Entschuldigung, auf D-Call ein. Und jetzt ein Irish Whip. Ja. Und die Rock'n'Runner. One, two. Und, oh, umgedreht. One. Aber da kickt er schon wieder aus. Ja, jetzt erstmal ein Irish Whip. Und, oh. Exploder Suplex hier von Lord Steam Real. Ja, jetzt D-Call hier. Oh. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das ist Nikolas. Superkick! Das ist nicht gut. Das ist so gar nicht gut für ihn. Und nein. Konter von Lord Steam Real. Ja, nee. Oh, Überwurf. Und. Oh. Northern Lights in den Brainbuster! Und was macht D-Call nun? D-Call! D-Call! Natural Selection! Der ging durch. Das Coventry 1, 2, 9! Kickout hier von Lord Steven Regal. Und ja. Jetzt ein Tritt hier erstmal gegen Steven Regal. Und ein Irish Whip. Ah, nee, der Shoulderblock, der ging so eher daneben. Und jetzt. Ja, was macht jetzt die Lord Steven Regal? D-Call im Seil. Und ja, nee. Nee. Oh. T-Bone Suplex. Sehr schön hier von Lord Steven Regal. Und für den 2K16 Universe Mode, der wird ungefähr nächstes Jahr starten. Ich hoffe auch dann auf der PS4. Denn vielleicht kommen wir endlich zu Weihnachten. Und dann werden wir mal richtig beginnen, weil ich habe auch da was Richtiges geplant. Und jetzt Lord Steven Regal, Regalplex! Und da hat D-Call Glück, dass er im Seil ist. Ja, ich habe da für den Universe Mode was Großes geplant, wieder einmal. Jetzt Swan One. Diesmal will ich es auch durchziehen mit diesem Universe Mode. Ich glaube, es sind in den 2K16 60, sage ich schon, 50 Core-Slots, das sollte eigentlich reichen. Eins, nein. Man hat ja auch sonst ein recht cooles Roster, womit man was machen kann, deswegen. Ja, jetzt erstmal ein Exploder-Suplex. Also, es ist geplant nächstes Jahr der 2K16 Universe Mode, wenn ich meine PS4 habe. Oh, wieder so ein Exploder Suplex. Der ist heftig hier von Lord Steven Regal. So einen möchte ich nicht unbedingt abbekommen. Eins, nein. Und nein. Superkick! Oh, der saß richtig.
Das Cover. Eins. Nein. Auch wenn es Superkick saß. Muss nicht direkt am Ende sein. Oh, der Dropkick und... Nein. Nein, nein, nein. Ja, jetzt haut den hier von den Beinen. Und Lord Steven Regal, oh. Das ist hier ein bisschen gefährlich hier gegen Steven Regal. Und, ja. Das war eher so blöd. Aber okay. Wenn er meint, dann gibt's den Double Underhook Suplex. Wieder einmal. Heftig, dieser Move. Heftig. Das Cover jetzt. Eins. Nein. Da kickt er aus. Oh oh. Oh oh. Und das war's für Decoy. Das war's für Decoy. Eins. Zwei. Oh, da kickt er nochmal aus. Decoy kickt da nochmal aus. Und jetzt signalisiert er hier das Ende für Jerry Lawler. Auch cool. Bams. Ich dachte, er wollte jetzt den Tisch ins Visier nehmen, aber nein, nicht so. Ja, zack. Haut hier erstmal Lord Steven Regal um. Und jetzt gibt's den Northern Lights. Ja. Brainbuster, sehr schön. Und jetzt... Jetzt natürlich wieder einmal Natural Selection. Und das wär's. One, two, three. Decoy gewinnt. Er besiegt Lord Steven Regal. Und ja. Das wär's für dieses Match. Und das heißt, das nächste Match ist das Main Event Match. Und warte mal. Decoy schnappt sich ein Mikrofon. Taker, du hast dich mit dem Falschen angelegt. Bei WrestleMania wird jeder sehen, dass der nette, zurückhaltende Decoy auch anders kann. Denn du hast noch nicht meine wahre Seite, mein wahres Ich gesehen. Und deswegen werde ich bei WrestleMania 30 deine Streak brechen. Und es wird dann 21:1 stehen. Leute, ihr habt jetzt die Entrances nicht gesehen, weil halt Patrick und Max halt, ne, und so. Wir sind hier gerade im Main Event und es wurden gerade Patrick und Max angegriffen. Und, hä? Was? Warte. Hä? Hä? Ist das jetzt Max oder René? Das stand gerade, hä? Ich verstehe. Hä? What the? It makes no sense. That makes no fucking sense. Hä? What the fuck? Und wo ist Max? That makes no sense. Hä? Warum ist Max weg? Dieses Spiel ist richtig verbuggt. Storyline technisch ist Max nicht weg. Meine Fresse, Scheißspiel. Boah, ist das Spiel scheiße, ey. Das Spiel ist wirklich scheiße. Also Leute, Storyline technisch ist Max nicht weg. Denkt einfach, Max wäre noch da. Habt Fantasie. Das Spiel macht hier alles kaputt. Und Neustart würde auch keinen Sinn machen, weil es immer der gleiche sein würde. Wäre. Kämpfen wir jetzt gegen Max oder gegen Grin? Ich habe keine Ahnung.
Ich wurde, hä, aber ich wurde gerade von René angegriffen und René ist gerade weggegangen, hä? Ich verstehe es deswegen nicht. Oh, Balldriver! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh. Sehr gut, DDP. Ich bin stolz auf dich. Ja, Bams. Sidewalk Slam. Oder Tilt-Wheel Side Slam, wie auch immer. So. Hurricanrana! Yeah! Come on! Let's do it! So. Bam bam. Bam bam. Und Dropper! Ist das nicht schön? Bams. Ja. Und Bams. Shoulderblock. These people. Bams, Dropkick. Dropkick. Wer kennt's nicht? So. Hetze das. Hetze das. Lern sprechen. Ja. Yeah, aua. Das tut mir ein bisschen aua. Jetzt will René wieder in den Ring. Ja, dieses Tag Team Match ist so gar nicht verbuggt. Nein, nein, nein. Ah, ich liebe dieses Spiel. Das Spiel denkt, es könnte meine Storyline kaputt machen, aber nein, muhaha. Niemand macht meine Storyline kaputt. Oh, German. Ja. Sagen wir, Max wurde angegriffen vor der RV-Match. Nein, Max steht noch im Apron. Für mich steht Max noch im Apron, so. Ach ja. Und Crucifix hättest du das. Ich gehe in den Ring. Arschloch. Haha, aber. Bist ein Arsch. Nein. Einfach nein. So. Was macht Patrick hier? Was zur Hölle? Anduk Pile Driver! Oder Copkiller. Kudo Driver, wie auch immer. Nenn es, wie du willst. Den, 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 den. Oh shit! Und jetzt ist die DP wieder im Ring. Und wir sind jetzt zurück nach der Unterbrechung. Neckbreaker hier von DDP. Und jetzt will DDP zu DJ Deadman Tang. Und das schafft er auch. Tag was made. Und what? DDT? Was? DDP hilft Patrick und Max. Und jetzt soll er pinnen. Jetzt soll er 10, 1, 2, 3. Und das war's. Patrick und Max gewinnen. Dank dir von DDP, what the fuck?